Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder am Supercharger Brunnthal und heute möchte ich euch, sobald ich hier halbwegs vernünftig eingepackt habe, von meiner Steinschlag-Reparatur berichten. Aber vor lauter Kamera anmachen habe ich das jetzt hier natürlich zur Hälfte versemmelt. Freunde, wir haben 29 Grad Außentemperatur. Ich habe es jetzt nur geschafft, 30 Grad in diesen Akku reinzubekommen. Das heißt, wir laden schon wieder langsam. Und auch in solchen Fällen träume ich wieder vom BYD Blade Akku. Schon allein deshalb, weil ich dann jetzt nämlich einfach turboschnell laden würde. Mit 170 bis 180 kW bei 15% im Akku. Oder 13, 12% irgend sowas habe ich. Und ich hätte natürlich auch keine Energie gebraucht zum Vorkonditionieren. Weil ab 25 Grad der BYD Blade Akku natürlich schon alles gibt. So, was ist hier mit dem Handshake los? Funktioniert nicht. Probieren wir es nochmal. Ein durchaus seltener Moment bei Tesla. Habe ich aber hier im Brunnthal schon mal erlebt, dass es nicht geklappt hat aufs erste Mal, aber dann spätestens aufs zweite Mal. Jetzt gucken wir nochmal, was haben wir jetzt im 12% haben wir im Akku. Ja, 31 Grad habe ich nur hingebracht im Zellminimum. Jetzt gucken wir mal, wie hoch er schießt. Übrigens, wenn ihr nicht im Auto sitzen bleibt und es ist heiß draußen, dann empfehle ich euch, die Klimaanlage auszumachen. Ja, wenn ihr draußen ein bisschen rumgeht oder sowas, macht die Klima aus, weil dann die komplette Kühlleistung der Klimaanlage in den Akku geht und der Akku gekühlt wird. Denn bei diesen Temperaturen ist grundsätzlich die Kühlung eigentlich das Hauptproblem. Es sei denn, so wie ich, kurzer Anfahrtsweg, bisschen vorkonditionieren. Und ja, dann habt ihr hier eigentlich das Problem. Schaut mal, ich werde schon wieder langsamer. 155 kW. Ja, habt ihr das Problem eigentlich, dass hier jetzt nicht die Kühlleistung, also die Hitze, das Problem ist, sondern das Auto, der Akku ist noch nicht mal warm genug. Er pendelt sich jetzt bei ungefähr 140 kW hoffentlich ein. Wäre schon mal nicht schlecht. Ja, übrigens, ich habe mal ganz interessante Sachen ausgelesen. Und zwar die Verbräuche von dem Fahrzeug. Ha! Und zwar nicht während der Fahrt, sondern im Stand. Wenn ihr also mit dem Auto einfach nur rumsteht, im Drive-Modus, das heißt, ihr steht an der Ampel rum und wartet, dass sie grün wird und wollt fahren, verbraucht dieses Auto ungefähr 500 bis 600 Watt, nach dem, was ich ausgelesen habe, an Strom. Wenn ihr die Klimaanlage dazu schaltet und die kühlt, braucht ihr ungefähr 1 kW mehr. Also braucht ihr statt, sagen wir mal, 500 Watt 1,5 kW im Stand beim Rumstehen. Und wenn ihr jetzt den Akku vorkonditioniert, dann braucht dieses Vorkonditionieren ca. 7 bis 8 kW Leistung. Also das Vorkonditionieren zieht da schon sauber rein. 7 bis 8 kW habe ich gemessen mit meiner Scan My Tesla App und dem Verbrauch. Also ich schaue quasi, wie viel wird gerade Strom aus dem Akku gezogen. Und dann seid ihr bei 7 bis 8 kW, die ich bei meinem Cuttle-Akku natürlich oft aus dem Akku ziehen muss zum Vorkonditionieren. Der BYD Blade Akku braucht es selten. Ich brauche 40 Grad, um schnell zu laden. Und der BYD Blade braucht halt nur 25 Grad zum Schnellladen. Ja, so schaut es auf jeden Fall aus bei diesen Standard-Range-Modellen. So, jetzt kommen wir mal zur Steinschlag-Reparatur. Da möchte ich euch jetzt mal einfach erzählen, wie das so funktioniert. Ich hatte einen Steinschlag und zwar ungefähr hier oben, ziemlich genau da, wo ich dieses Insektenrest habe, da war der Steinschlag. Das heißt, die Firma, die damit beauftragt wurde, hat gesagt, das ist im Sichtfeld. Also muss die komplette Frontscheibe ausgetauscht werden. Ja, wie funktioniert das bei Tesla? Ist das ein Desaster oder geht das gut? Bei Tesla ist jetzt relativ, weil ich natürlich meine Versicherung habe. Und ich habe da bei meiner Versicherung Hook24 keine freie Werkstattwahl genommen, sondern ich habe gesagt, okay, die Versicherung kann mir die Werkstatt vorgeben, bei der ich reparieren lasse. Ich habe damit nämlich schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt war es das so, ich habe mir das extra nochmal zusammengeschrieben. Also am 4.6., jetzt ist gerade Mitte August, also ihr seht, das ist 2 Monate her ungefähr, dass der Schaden verursacht wurde am 4.6. Der Schaden ist übrigens live auch auf Video drauf. An dem Tag, wo es passiert ist, war ich in Etterschlag an der 150 kW Ladesäule. Kurz davor ist der Steinschlag passiert. Und da habe ich doch diese schlechte Ladeerfahrung gehabt, weil ich so sau wenig oder sau langsam geladen habe an der 150 kW Ladesäule in Etterschlag. Aber für nur 46 Cent die Kilowattstunde über Electroverse. Wenn ihr Electroverse euch anmelden wollt, Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren auch nochmal drin. Kriegt ihr 5 Euro Startguthaben, wenn ihr meinen Link bekommt, ich übrigens auch. Dafür sage ich schon mal Danke und ihr bekommt eine kostenlose Ladekarte. Und Electroverse hat zwar sauschlechte Ladepreise in der Breite, kann man komplett vergessen. Aber es gibt einzelne gute Dinge, wie zum Beispiel ChargePoint, 46 Cent die Kilowattstunde auch schnell laden. Und es gibt momentan noch Parkstrom,
die Möglichkeit, da könnt ihr für 41 Cent die Kilowattstunde laden und das ist doch mal was wert. Ich würde die Electroverse immer ins Auto legen als Backup und nehmt irgendeinen Link von mir oder aus eurem Freundeskreis, dann bekommt ihr und der, von dessen Link ihr nehmt, 5 Euro Startguthaben. Ich würde mich natürlich bedanken, wenn ihr meinen Link nehmt. Ja, und da ist es passiert. Jedenfalls habe ich den Schaden am 4.6. gemeldet. Am 11.6. kam dann von der Hook die entsprechende Antwort, dass der Schaden sozusagen bearbeitet wird. Das war eine Woche später, war also schon mal ein bisschen Vorlauf verbunden. Ich hatte es ja nicht eilig, weil ich weiterfahren konnte mit dem Auto zum Glück. So, und jetzt ist das so, dass, dass bei Tesla nicht einfach jeder Hersteller irgendwie Ersatzteile bekommt für die Fahrzeuge, sondern die Hersteller müssen quasi einen Vertrag mit Tesla, einen Ersatzteilevertrag geschlossen haben. Das heißt, da kommen dann nur bestimmte Werkstätten in Frage. Das Gute ist, dass diese Werkstätten dann halt ja, sich mit Tesla auskennen und wissen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen hatte ich da eigentlich schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Am 27.06. habe ich dann eine Leistungsvereinbarung mit dem Autohaus abgeschlossen, die das quasi repariert haben. Da habe ich halt gesagt, ja, ihr könnt es reparieren, das ist eine Art Auftragsvergabe, sage ich jetzt mal. Und der Clou war an der Sache, dass das Autohaus das Fahrzeug bei mir vorm Haus abgeholt hat und dann eben auch vor meinem Haus wieder ausliefern hätte sollen. Ja. Gut, die Abholung hat soweit auch gut geklappt. Das ist dann passiert, am 1.7. habe ich die Leistungsvereinbarung überschickt, genau. Dann haben die, so geht es nämlich weiter, dann haben die erstmal die Teile bestellt, Freunde. Und diese Teile, das ist jetzt anders, als man es dann beim deutschen Hersteller gewohnt ist, die sind nicht irgendwie über Nacht da gewesen. Also ich bin ja viele, viele Jahre BMW gefahren und da war es praktisch wurscht, welches Teil man gebraucht hat. Über Nacht war das Teil eigentlich da, egal was es war. Also zumindest bei dem, was bei mir immer angefallen ist. Und ich hatte immer alle Krankheiten, die die Fahrzeuge und die Fahrzeugreihen hatten, die hatte ich auch immer alle. Ja, also, genau, dann habe ich am 12.07. mal angefragt, wo denn die Teile jetzt sind, also ungefähr fast schon 2 Wochen, nachdem ich quasi diese Leistungsvereinbarung übersendet hatte und gesagt habe, okay, ihr könnt es machen als Firma, ihr kriegt den Auftrag sozusagen für den Austausch der Windschutzscheibe. Ja, war immer noch nichts da und letzten Endes hatte ich dann am 31.07. den Termin zur Abholung des Fahrzeugs, ja. Also ihr seht schon, da ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Ungefähr 1 bis 2 Wochen gehen auf mich, weil ich mich erstmal erkundigt habe selber und überlegt habe, lasse ich das die Firma machen, wie funktioniert das mit dem, mit der Windschutzscheibe. Also es war einfach mein Stress. Also ihr könnt ungefähr 2 Wochen abziehen, die gehen vielleicht auf mich. Nichtsdestotrotz habe ich ziemlich lang am Ende des Tages auf die Teile gewartet. Und zwar hat die Windschutzscheibe an sich wohl so lange gedauert, bis sie gekommen ist. Ja, dann am 2.8., genau, 31.7. ist das Fahrzeug abgeholt worden, zum Autohaus gebracht worden. Das ist ungefähr eine Stunde weg, das Autohaus von da, wo ich wohne, also von Gilching. Und zwar im Münchner Osten sozusagen ist das Autohaus dann drüben. Die haben dann gesagt, sie brauchen 2 Tage. Das war ein Mittwoch, als sie es abgeholt haben, Mittwochnachmittag. Das heißt, ich hätte es am Freitagnachmittag wieder ausgeliefert bekommen sollen vor meiner Haustür. Was soll ich sagen? Es war Freitagmittag. Ich habe immer noch nichts gehört von der Firma. Ich habe angerufen und gesagt, Freunde, was ist los mit meinem Fahrzeug? Kriege ich es jetzt ausgeliefert? Ja, ja, das ist fertig, alles gut. Das kommt heute Nachmittag. Ja, irgendwann Freitagabend, 17.15 Uhr, denke ich mir, ich habe nichts gehört, kein Auto da. Was ist denn jetzt los? Rufe ich die Firma an, hat die Firma zu. Das kann ja nicht sein. Wo ist denn mein Auto? Dann habe ich von dem Abholer, der es mir abgeholt hat, noch die Handynummer gehabt von der Abholung, vom Abholkontakt. Ruft ihn an und sage, ja, wie schaut es denn aus? Bist du gerade dabei, mein Auto irgendwie auszuliefern? Nee, sie haben seit 17 Uhr zu. Er ist im Feierabend. Er ist jetzt nur ans Handy rangegangen, weil es halt geklingelt hat. Aber er hat Feierabend. Er ruft aber mal seinen Disponenten an und fragt den, was mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist. Sage ich, gut, ist okay. So, dann habe ich nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob der seinen Disponenten angerufen hat oder nicht oder was da passiert ist. Also innerlich war ich schon leicht säuerlich dann, weil das ist unser Familienfahrzeug. Es war ausgemacht, es wird abgeliefert. Ich habe am Freitagmittag extra noch angerufen und gefragt. Es wurde mir extra noch bestätigt, das Auto kommt. Und ja, jetzt stehe ich da. So, dann hatte ich in Anführungszeichen Glück. Ich habe dann nämlich bei der Zentrale angerufen von der Firma. Da ist noch so ein Notdienst dran gewesen und die hatten mir gesagt, dass die am Samstag die Filiale, wo mein Auto steht, wo die Reparatur gemacht wurde, am Samstag auch offen haben. So, gut, dann habe ich also am Samstag, also sie hat es dann weitergegeben und dann hätte man sich bei mir melden sollen. Am Samstag um, weiß ich nicht, 9:30 ungefähr, habe ich dann von mir aus wieder bei der Firma angerufen, weil sich natürlich bis dahin keiner gemeldet hat. Dann hieß es, ja, das Fahrzeug ist fertig, irgendwas ist mit der Auslieferung schiefgegangen, die haben natürlich vielmals entschuldigt und so weiter, hast du nicht gesehen, bringt mir nur leider nichts, ich habe mein Auto gebraucht. Jetzt haben die am Samstag aber keinen Fahrer gehabt, also das Fahrzeug konnte mir nicht ausgeliefert werden.
Ja, kann ich denn abholen, das Fahrzeug? Ja, abholen würde gehen, das ist machbar. Also habe ich geschaut, dass ich jemand bekomme, der mich fährt. Diese Person hatte natürlich auch eine Stunde hin, eine Stunde Rückweg gehabt, also auch 2 Stunden. Ich musste eine Stunde hin, eine Stunde zurück, habe es also auch 2 Stunden meines Lebens ja, sozusagen vergeuden müssen, weil es ja war Teil des Deals, dass das Fahrzeug bei mir vor der Haustür abgeholt und wieder abgeliefert wird. Ja, das war sehr ärgerlich. So, dann kommen wir zur Abholung des Fahrzeugs. An sich, die Windschutzscheibe war gut gemacht, aber Freunde, ich sage euch gleich, kontrolliert immer eure Autos und die Arbeit, die dran gemacht wird. Ich hatte hier an dieser Stelle an der Frunkhaube lauter schwarze Punkte. Das kommt wahrscheinlich von dem Einkleben der Windschutzscheibe oder was auch immer. Lauter schwarze Punkte, die ich auch nicht runter machen konnte. Einfach so im Finger oder irgendwas, ja. Also habe ich das quasi sofort vor Ort moniert und habe gesagt, hier, das ist ein Mangel, das passt nicht. Dann hat sie gesagt, ja, da ist jemand von der Werkstatt da, das muss man wahrscheinlich polieren. Freunde, ich habe hier komplett eine Keramikversiegelung auf diesem Auto drauf. Jetzt, wenn die mir das rauspoliert, dann ist meine Keramikversiegelung auch weg. Aber alles immer noch besser, als diese schwarzen Punkte, die nicht abgehen, auf der Motorhaube zu haben. Also, ja gut, dann macht's das. Dann habe ich ungefähr, was weiß ich, 20, 30 Minuten gewartet, bis ich das Auto wieder bekommen habe. War dann auch wegpoliert. Das war also sozusagen beseitigt, aber meine Keramikversiegelung war natürlich auch weg. Ja, dann bin ich eine Stunde nach Hause gefahren, habe dann im Anschluss nochmal mit meinem Serviceberater die Woche drauf Kontakt aufgenommen. Das war dann quasi letzte Woche und hat, ja, er weiß schon Bescheid, es ist gründlich schiefgelaufen, hat sich auch 100 Mal auch entschuldigt. Also sie sind schon irgendwie bemüht gewesen, aber am Ende des Tages, ja, stehe ich jetzt da. Und dann habe ich gesagt, ja, Freunde, was können wir kompensieren? Ja, weil ich bin, wie gesagt, 2 Stunden durch die Weltgeschichte gefahren, musste dann noch aufs Auto warten, hatte noch einen Mangel, musste noch poliert werden, Keramikversiegelung und so weiter und so fort. Was kann man denn da machen? Ich habe 150 Euro Selbstbeteiligung und habe gedacht, vielleicht könnt ihr die Selbstbeteiligung wenigstens reduzieren, um ein bisschen entgegenzukommen. Das können sie aber angeblich nicht machen, weil sie mit der Versicherung eben entsprechend abbrechen. Das würde angeblich nicht gehen. Na gut, von mir aus geht es halt dann nicht. Und dann hieß es, sie werden sich was überlegen, ob sie das irgendwie kompensieren können. Ja, ich habe nie mehr wieder was gehört. Ich habe nochmal angerufen beim Serviceberater. Also, wie schaut es jetzt aus mit der Kompensation? Hat er gesagt, ja, er muss mit dem Juniorchef sprechen. Der weiß auch schon Bescheid und der wird sich bei mir wieder melden. Ja, und das war auch schon, ist auch schon wieder eine Woche her. Hat sich wieder keiner gemeldet. Also ich werde jetzt wahrscheinlich, oder machen wir mal andersrum, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr tun würdet jetzt an meiner Stelle. Man kann jetzt natürlich ein Ei drüber hauen und sagen, ja, mal gut, ist wurscht, hauptsächlich habe eine neue Windschutzscheibe und das passt auch alles, der Autopilot funktioniert, die Kameras wurden kalibriert und so weiter. Also technisch ist alles in Ordnung, aber trotzdem erstens mal die Fahrt, zweitens der Mangel hier, dass die Motorhaube hier nachpoliert werden musste wegen diesen schwarzen Flecken und meine Keramikversiegelung weg ist. Die Keramikversiegelung ist auch ein Mordsaufwand, die aufzutragen, muss natürlich das Fahrzeug reinigen. Dann muss ich 2 oder 3 Schichten auftragen mit jeweils 12 oder 24 Stunden Austrocknungszeit in der Garage. Also es ist ein Aufwand, der da verbunden ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr tun würdet. Aber Freunde, werdet bitte nicht zu juristisch, weil eine juristische Auseinandersetzung möchte ich jetzt nicht wegen so einem Schmarrn. Gell? Also ich bin schon einer, der die Kirche im Dorf lässt, ist überhaupt keine Frage. Aber ganz ehrlich, irgendwas müssen sie sich doch einfallen lassen. Das kann ja nicht sein, dass man den Kunden dann irgendwie so zurücklässt. Ich fände es jetzt schade. Kann Tesla überhaupt nichts dafür? Tesla kann höchstens was dafür, dass es so lange gedauert hat, bis die Windschutzscheibe gekommen ist. Mein Glück, dass ich weiterfahren konnte ja, mit dem Fahrzeug. Denn wenn ich das nicht hätte tun können, weil ich einen riesigen Riss drin gehabt hätte oder was weiß ich, oder die Gefahr bestünde, dass die komplette Scheibe reißt und kaputt geht, ja, dann hätte ich da ein Problem gehabt mit dem langen Warten auf das Ersatzteil. Ja, also jetzt ist die Frage, was ich mache. Schreibe ich meine Versicherung an und beschwere mich in Anführungszeichen und sage, Freunde, was ist da los? Gehe ich jetzt noch ein drittes oder viertes Mal auf diesen Serviceberater zu und sage, Freunde, was ist die Kompensation? Also mich würde mal interessieren, was ihr machen würdet. Schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Gut, so, dabei will ich es auch schon mal belassen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir geladen haben, weil es einfach immer cool ist, Freunde. Ihr wisst ja, ich liebe Laden am Supercharger und ich liebe Ladegeschwindigkeit und so weiter. Oh, hier ist es gut heiß im Auto, weil die Klimaanlage ja aus ist. Wir sind jetzt bei 52%, laden noch mit 105 kW. Das ist soweit sogar in Ordnung. Wir gucken mal, schaut mal die Akkutemperatur. Es ist bei 50 Grad. Und Freunde, hier nochmal eine Zusatzinformation nebenbei. Für unsere Akkus, die wir momentan so in den Fahrzeugen verbaut haben, ist die Hitze das Tödlichste. Also quasi, wenn es kalt ist, das Auto steht draußen, es hat minus 10, minus 15 Grad, der Akku ist praktisch tiefgefroren. Das ist für so einen Akku auch nicht gut. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich sag mal, für ein Verbrennerauto, für einen Motor ist es auch nicht gut, wenn der bei minus 15 Grad dann gestartet wird. Ja? Also so müsst ihr es bei der Batterie vorstellen, das ist auch kein Traum. Also dann langsam anfangen zu fahren und nicht gleich irgendwie volle Leistung aus der Batterie ziehen. Bei der Hitze verhält sich allerdings anders. Wenn der Akku zu heiß wird, dann kann er Schaden nehmen, dann kann er wirklich
sterben, sage ich jetzt einfach mal. Also, wenn ihr, jetzt ist gerade Ferienzeit, wenn ihr unterwegs seid, ihr habt 35, 36 Grad Außentemperatur, ihr wollt den Akku laden, dann schaut, dass ihr im Rahmen der Elektromobilität den Akku beim Laden ein bisschen schont. Zum Beispiel, indem ihr die Klimaanlage ausmacht, ihr geht spazieren oder sowas, ihr bleibt nicht im Auto sitzen, damit die komplette Kühlenergie auch in den Akku fließen kann. Tesla hat da ein sehr gutes Thermalmanagement, ja. Die machen das sehr gut, die haben das Octo-12-System, das heißt, die machen schon alles, was sie an Kühle herbekommen, leiten sie in den Akku, die Hitze vom Akku leiten sie ab, das läuft schon sehr gut, aber das können nicht alle Hersteller so gut und ich mache jetzt die Aussage, die ich jetzt hier treffe, ist nicht einfach nur Tesla-spezifisch, sondern gilt quasi für alle Hersteller. Also, ja, schaut auf Hitze. Ja, Hitze ist ein größeres Problem für den Akku als Kälte und führt dann eben auch dazu, dass der Akku quasi langsamer geladen wird im Idealfall, weil dadurch dann der Akku geschont wird. Aber Hitze, wenn es geht, vermeiden, möglichst im Schatten parken und all diese Geschichten, damit der Akku halt so kühl wie möglich sozusagen bleibt. Die Wohlfühltemperatur meines Akkus hier liegt bei ungefähr 40 Grad, 35 bis 40 Grad. Das ist so die optimale Temperatur, da können wir volle Leistung abrufen, also können wir natürlich vorher auch, aber schadet ihm da am wenigsten oder macht ihm halt am wenigsten aus. Das ist wie, wenn ihr einen Pkw mit Verbrennungsmotor habt, ja, oder wenn Pkws mit Verbrennungsmotor einen Rumpf, die haben auch ihre Wohlfühltemperatur, auf die sie gehalten werden. Ich glaube, Kühlwasser ist immer 90 Grad, das Öl weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist ja das eigentlich Entscheidendere, wie warm das ist. Und das ist so die Wohlfühltemperatur beim Verbrennungsmotor. Da könnt ihr auch schnell fahren, das macht dem Motor nichts aus. Oder langsam fahren, das macht ihm auch nicht viel aus. Aber wenn ihr jetzt einen kalten Motor habt oder einen viel zu heißen Motor, dann ist es schlecht. Und so ähnlich ist es mit dem Akku eigentlich auch. Also da müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten. Gut, das soll es mal gewesen sein. Freunde, wenn ihr Zubehör für euer Fahrzeug sucht, tElectric.de mit dem Rabattcode DICKO10 bekommt ihr 10% Rabatt. Ich bekomme auch noch 5%. Ihr seht ja, ich nutze hier das Zubehör von tElectric, alles was ich habe. Hier habe ich immer noch den Sunroof sozusagen da, also den Panoramaschutz, ja, den ich neu bekommen habe. Ich habe jetzt nur den halben eingebaut, weil der eigentlich an meine Eltern gehen soll. Aber ihr seht, wenn ihr euch vorne schützen wollt, baut nur den halben ein. Die Kinder hinten können weiterhin oben rausschauen aus dem Panoramadach. Ist eine mega coole Sache. Und die Preise sind auch fair bei meinem Shop, tElectric.de. Die Jungs aus Wüstenrot machen einen guten Job. Elektroverse habe ich euch schon gesagt, nicht verpassen. Und Freunde, das soll es auch schon gewesen sein von mir. Ja, ansonsten unterm Strich, Windschutzscheibe passt wieder. Ich bin soweit eigentlich zufrieden, auch wenn die äußeren Umstände nicht ganz perfekt waren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, alles. Wir gehen die Reise der Elektromobilität gemeinsam weiter in die Zukunft. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, Freunde, ihr könnt übrigens Kanalmitglieder werden. Das würde mich sehr freuen. Super Thanks könnt ihr auch da lassen, wenn ihr mir ein Eis spendieren wollt. Ihr seht, beim letzten Mal hat mir keiner ein Eis spendiert. Deshalb bin ich nicht hier mit einem McFlurry, wie ich es angekündigt hatte. Ist eben auch gut für die Figur. Insofern passt es schon. Freue mich trotzdem über einen super Thank, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, das soll es gewesen sein von mir. Freunde, macht es gut. Genießt das Leben. Euer Big O Electrify. Ciao, ciao und Servus.